Ja, wir haben vorhin schon einmal kurz, gab es eine kleine Debatte mit Vertretern aus der freien digitalen Theaterszene. Jetzt bin ich froh, sozusagen nochmal die Runde erweitern zu können, eben mit der öffentlichen Kulturszene. Herr Kirschner vertritt sozusagen die Landesebene und Herr Vetter die Bezirksebene, dass er sozusagen das, so wie es ja auch geplant was? Ist das falsch? Oder sozusagen repräsentieren das hier. Und unsere Aufgabe für die Stunde jetzt, die wir zu gemeinsam haben, heißt eben, was braucht es für die digitale Entwicklung des Kulturbereichs? Modern gesprochen könnte man sagen, dass so eine Inbound-Veranstaltung nochmal, wir führen sozusagen diesen Prozess weiter. Was kann und soll dieser Fonds? Und vielleicht als allererstes würde ich vielleicht mal von den beiden Vertretern hier auch mal kurz einfach ein Kurzstatement zum Fonds einholen. Genau, das reiche ich mal. Nee, Sie haben, dann sind Sie gut ausgestattet, genau. So als dieser Fonds aufkam, was sind erstmal sozusagen Ihre ersten Eindrücke gewesen, so erste Meinung, so dass wir dann später nochmal in die Debatte gehen können? Ja, herzlichen Dank erstmal auch für die Einladung. Ich muss kurz berichtigen, ich bin leider kein Doktor. Ich habe mein Doktorstudium abgebrochen, damit ich Professor sein kann. Ich dachte, ich überspringe das auch noch. Wäre es vielleicht auch manchmal ganz gerne. Zum Thema Digitalfonds ist natürlich, alle freuen sich über Geld und ich repräsentiere in erster Linie Hochschulen im Bereich Theater. Ich habe im besagten Doktorstudium, das ich abgebrochen habe, gelernt, dass Hochschulen ja auch für Forschung zu tun, also für Forschung da sind. Und auch als ich an die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch gegangen bin, dachte ich, dass das Teil meines Bereiches ist. Das denke ich immer noch, so arbeite ich tatsächlich auch, habe aber auch festgestellt, dass das im Theaterbereich nicht immer so einfach ist, weil Forschung sehr deutlich an Ästhetiken einzelner Gruppen festgemacht wird oder an Ästhetik einzelner Menschen, die dann künstlerisch quasi irgendwie mal geforscht haben und seitdem sie geforscht haben, jetzt wahnsinnig gut darin sind, ihre Forschungsdinge, wann auch immer die das gemacht haben, in Inszenierungen der breiten Öffentlichkeit wiederzugeben. Ich kenne Forschung anders, dass man eben in Räumen, in denen alles geht, man alles ausprobiert und alle Dinge zusammensammelt und guckt, was kann man damit eigentlich machen. Ich kenne Forschung auch so, dass das alles ziemlich lange dauert und am Schluss Dinge dabei rauskommen, die nicht eins zu eins sofort auf Sachen übertragbar sind. Also wo man nicht sagen kann, ah, guck mal, so funktionieren Roboter, jetzt kann ich auch Roboter benutzen, sondern dass das Dinge sind, die viele verschiedene Schritte brauchen, um dann in eine Allgemeinheit übergehen zu können. Also wir machen Augmented Reality Sachen, wir machen Virtual Reality Sachen, wir machen partizipative Strukturen, wir streamen auf Twitch, wir arbeiten mit unglaublich vielen neuen Technologien. Das ist für die Studierenden immer unglaublich beängstigend und anspruchsvoll, weil die sehr viel in sehr kurzer Zeit lernen und wir haben so ungefähr 4 bis 6 Wochen, um uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Das hat damit zu tun, dass wir Theater simulieren und im Theater ist so zwischen 4 und 6 Wochen Zeit, sich mit Inszenierung auseinanderzusetzen. Das ist natürlich schwierig, weil, wie mir dann auch aufgefallen ist aus meinem abgebrochenen Doktorstudium, wir uns in Deutschland, ich habe in Atlanta Digital Media studiert und die sind woanders in der Frage nach digitalen Medien. Ich will jetzt nicht sagen, die sind besser, nur woanders. Und man stellt sich fest, dass im Theater auf institutioneller Ebene noch ganz dolle diskutiert wird, was das eigentlich heißt, wenn ein Mobiltelefon im Theaterraum da ist, wenn es existiert. So, das gibt es in unterschiedlichen Situationen. Es gibt es einmal im Publikum, es gibt es einmal auf der Bühne. Auf der Bühne gibt es das sehr selten, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig bildet das aber eine elementare Lebensrealität vieler Menschen ab, vor allem vieler junger Menschen auch. Und das sind Forschungsvorhaben, wo wir natürlich dann sehr hellhörig werden, wenn es um Innovationen geht und wo wir als Institution aber auch, ich habe viele Freundinnen und Freunde, die in der freien Szene tätig sind und ich fühle mich furchtbar, weil ich frage mich, was kann ich als Institution eigentlich diesen Menschen bieten, weil ich sehe mich in einer Aufgabe, diesen Menschen etwas zu bieten und mit meiner Forschung etwas zu tun, was diesen Menschen auch hilft. Und ich habe da wahnsinnig viele Fragen, wie ich das machen kann und hoffe, dass der Innovationsfonds auch dazu genutzt werden kann, nicht nur meiner Institution, sondern den Institutionen, die schon da sind, Räume zu ermöglichen, in denen sie diesen Menschen, die gerne mit
diesen digitalen Technologien umgehen wollen, etwas bieten kann und Treppchen bauen kann, um damit sinnvoll, sicher und kritisch und ästhetisch umzugehen. Das wäre für mich so die große Hoffnung, wo ich auch mit 20% dieser Hoffnung schon sehr glücklich wäre. Ich würde sagen, das schließt an die Debatte, die wir mit der freien Szene vorhin hatten. Das ist, geht sozusagen sehr d'accord. Wir merken es uns gerade einmal und ich würde erstmal kurz Herrn Vetter bitten, sozusagen aus der Perspektive eben der öffentlichen Bibliotheken zu sprechen. Wir hatten irgendwie auch schon gesprochen, eigentlich sind die Bibliotheken sehr weit vorne dran, haben ja schon eigentlich schnell sozusagen digitale Katalogsysteme etc. Wir sind das alle total gewohnt, irgendwie mittlerweile unsere Bücher auch per RFID-Chip selbst sozusagen auszuleihen. Sozusagen, da ist vielleicht eigentlich, sind sie da weit vorne dran. Und trotzdem ist die Frage, was erwarten, erwünschen Sie sich noch von so einem Innovationsfonds oder belächeln Sie den einfach? Ich lächle, weil ich mich darüber freue, dass es Geld gibt und dass es eine Möglichkeit gibt, nicht nur Finanzen zu bekommen, sondern auch einen Diskurs aufzunehmen mit der Technologiestiftung. Also einfach mal zusammen zu überlegen, wie kann es eigentlich weitergehen. Ich habe eigentlich zwei Hüte auf. Ich habe den Hut auf als Leiter einer Bezirksbibliothek und ich habe den Hut auf, für den FÖB zu sprechen, für den Verbund öffentlicher Bibliotheken in Berlin. Und es sind zwei verschiedene Innovationsgeschwindigkeiten. Wir haben im Verbund der öffentlichen Bibliotheken in Berlin schon 2009 RFID eingeführt. Wir haben einen OPAC aufgesetzt, also einen Online-Katalog aufgesetzt. Wir waren eigentlich damals in einem guten Tempo ganz weit vorne dabei. Dann kam eine lange Zeit des Sparens. Da können wir uns alle noch dran erinnern. Und jetzt gibt es eine Zeit in den Bibliotheken, wo Aufholjagd passiert, wir mit den digitalen Welten und der Förderung des Senates irrsinnig viele Angebote in kurzer Zeit nachholen dürfen, schauen müssen, wie wir unsere Mitarbeiterinnen mitnehmen und wie wir das in dieser kurzen Zeit, also wir haben eine Frequenz von ungefähr einem neuen Angebot im Monat, ne, so was so rauskommt. Das letzte ist zum Beispiel der freie Zugang von Statista, das ist ein ziemlich interessantes Angebot, denke ich. Und wir versuchen jetzt mit den Mitarbeiterinnen dieses Tempo irgendwie aufnehmen zu können. Und für mich ist die Frage an den Innovationsfonds, fördert er auch Innovationskulturen? Also nicht nur eine App, die am Ende rauskommt, sondern gibt es eine Möglichkeit, darüber zu fördern, wie wir mit unseren Mitarbeiterinnen und Nutzerinnen überhaupt erst eine Innovationskultur bringen? Ich sage das deshalb, weil innerhalb des FÖBs gibt es das auf ganz vielen Ebenen. Aber innerhalb der Bezirke unterliegen wir einer innovationsunfreundlicheren Kultur, um mal das harmlos auszudrücken, die dominiert ist von bestimmten Eingruppierungen, die mir gar nicht ermöglicht, agile interdisziplinäre Teams zusammenzustellen. Weil dann kommt nämlich immer gleich die Frage, okay, wie bezahle ich denn die dann eigentlich, wenn die sowas machen? Dann habe ich einen Haushalt, der 3 Jahre im Voraus geplant werden muss. Wie soll ich damit Innovationen machen, wenn ich dann planen muss? Ne? Also wie kriegen wir eine Innovationskultur hin in den bezirklichen Kultureinrichtungen, die auch wirklich uns die Tore öffnet, um Schritt halten zu können? Das ist so meine erste Frage. Ich habe nachher noch 1000 andere. Herr Lederer hat sich auch schon die Jacke ausgezogen und schon die Ärmel hochgekrampelt. So, jetzt gehen wir gleich in Medias Res. Ich würde, es gibt so viele Sachen, die kann ich zwischendurch stellen, aber ich glaube, ich würde das einfach gleich in die Debatte geben, weil es auch den ganzen Tag immer wieder Debatte war, dass es ja eigentlich auch wirklich, es hängt an Personal und Know-how sozusagen, was erstmal vermittelt werden muss. Es muss sozusagen, es braucht Zeit und Räume. Es ist vielleicht im allerersten Moment geht es gar nicht, also natürlich dann, wenn wir beim Personal sind, auch um Geld, aber wie schaffen wir sozusagen diese Struktur und ist das damit auch gemeint oder sagen Sie, da müssen wir gleich mal von vornherein sagen, den Zahn können wir euch ziehen oder denken Sie darüber auch nach, ist das? Also das, was der Nilo eben beschrieben hat, kenne ich ja in meinem Laden auch. Also wir haben ja dasselbe Problem. Also es wird über Digitalisierung viel gesprochen. Manchmal hat man das Gefühl, wenn man auf Arbeit kommt, warum dauert das so lange, bis der Rechner hochgefahren ist? Aber das ist halt so, das wird so ein Step-by-Step werden und wir haben natürlich das Problem genauso, was erstmal nur ganz banal die digitale Infrastruktur bei uns angeht. Zweitens natürlich auch darüber hinausgehend, wie kriegen wir Menschen rein, die mit der entsprechenden Kompetenz und auch mit der Vermittlungskompetenz
solche Prozesse auch begleiten können. Denn wenn ich mich nicht kotzarrogant hinstellen will und sagen will, also ab 40 ist im öffentlichen Dienst sowieso Schluss, da sind die Leute überhaupt nicht mehr innovationsfreudig und auch nicht mehr in der Lage, sondern muss ich irgendwie, dann muss ich auch sozusagen innerhalb der eigenen Organisation versuchen, Prozesse zu ändern. Und das fällt natürlich dann zusammen mit, du hast ja eben gesagt, wir hatten die Sparjahre und jetzt auf einmal sind Ressourcen da, dass wir ganz, ganz viele Sachen auch noch parallel machen müssen. Also dass wir Kulturräume, Erinnerungskultur, Kolonialismus, das stimmt alles über uns rein und wir halten die Bälle in der Luft und passen die ganze Zeit auf, dass uns keiner runterfällt. So. Wir werden mit dem Innovationsfonds, das ist nicht die eierlegende Wollmilchsau, das habe ich ja eingangs schon gesagt. Und bei den derzeit im Raum stehenden Summen werden wir damit jetzt nicht Berlin umstürzen und schon gar nicht innerhalb von anderthalb Jahren. Insofern ist es mir schon auch nochmal wichtig zu sagen, wir sind jetzt in einem Suchprozess, um uns einfach mal voranzutasten, wo sind eigentlich die Lücken? So. Also völlig unabhängig davon, dass die Herausforderung, die Kulturinstitutionen so aufzurüsten, dass sie überhaupt digital fähig sind, also digitale Affinität kann ich nur entwickeln, wenn ich eine digitale Fähigkeit voraussetze. Wir haben natürlich, als im BE der Intendanzwechsel stattfand, wurde mir ganz stolz erzählt, wir haben 10 eingerichtete E-Mail-Adressen. So. Ein Jahr später ist am BE mit einer Direktleitung nach Dortmund diese Aufführung gemacht worden. Das heißt sozusagen, man kann innerhalb kurzer Zeit viel hinbekommen, wenn die Leute da sind, die das wollen, wenn alle sich einig sind, dass man so einen Prozess aufsetzen will und wenn sie dann gemeinsam an den Strang ziehen, um diese Herausforderung zu stemmen. Solche Positiverfahrungen, wie sowas gut funktionieren kann, zu vervielfältigen. Das ist explizit ein Ziel dieses Fonds. Oder der könnte in der Perspektive eines der Ergebnisse sein, zu sagen, in einer Förderrichtlinie besonders gut gelungene Modellprojekte, wie man sowas voranbringen kann, wie man Kulturwandel in Einrichtungen befördern kann, das könnte ein Gegenstand sein. Was explizit kein Gegenstand sein soll, zumindest nach meinem Dafürhalten, ist die Investitionen in die digitale Infrastruktur oder eben das, was DIGIS leistet, die Digitalisierung vorhandener, ne, Kulturgüter und dergleichen. Das soll explizit kein Gegenstand sein. Aber solche Dinge sollen es sein. Ich habe vorhin schon davon gesprochen, wir fangen ja nicht bei Null an, aber die Dinge müssen zusammengebracht werden und die Erfahrungen, die dort gesammelt werden, brauchen auch Plattformen, in denen der Austausch passiert. Denn wenn man irgendwas lernen kann am Digitalen, dann dass die Kooperation auf einer Ebene, das Zusammenwirken völlig neue Ergebnisse hervorbringen kann. Also wenn Julian, ist immer mein bestes Beispiel, Julian Kamphausen vom LAFT, die Freie Szene probiert digital aus, Theater und Netz von Böll, da sind viele von den eher etablierten Kulturinstitutionen, den Theaterinstitutionen da, aber dieses Miteinander und was kommt am Ende bei raus und wie bringt man Forschung, Einrichtungen, Freie Szene zusammen? Und da können dann eben, unterm Strich kann auch rausstehen, dass man diagnostiziert, wir haben diesen und diesen und diesen Bedarf, insgesamt in der Breite, in den Einrichtungen und in den Förderinstitutionen Dinge zu ändern. Denn selbstverständlich erwarte ich von einer Opernstiftung, die einen dreistelligen Millionenbetrag jedes Jahr überwiesen bekommt, dass sie nicht nochmal anklappert und sagt, für das Digitale wollen wir dann aber zusätzlich nochmal ein paar Millionen. Also von den großen Kulturinstitutionen erwarte ich, dass es sozusagen zur DNA gehört, dass sie solche Dinge von vornherein mitdenken und dass sie ihre Planung und ihre Entwicklung auch von vornherein entlang digitaler Notwendigkeiten und digitaler Chancen entwickeln. So, insofern braucht man diesen Mindset. Und das kann mit so einem Fonds befördert werden. Best-Practice-Beispiele, gute Ideen, Vernetzung, Organisationserfahrungen zu vervielfältigen. Das, glaube ich, kann mit so einem Ding passieren. Also das hieße auch vielleicht, genau solche Sachen auszuwählen. Ich meine, wir haben ja jetzt gerade eben immer wieder über diese, wie kommt das nur, also letzten Endes geht es um Menschen, die das irgendwie tun müssen, die das sozusagen, die diesen Mindset-Wechsel vornehmen müssen. Also das ist, glaube ich, das, was irgendwie heute hier rauskam. Und wenn man sagt, irgendwie, Sie sprachen ja auch schon mal an Förderrichtlinien, die jetzt zu kreieren werden, die wir heute auch debattieren können, wäre denn das was wir mit reinnehmen können oder was Sie mit reinnehmen können und sagen, ja, wie könnte man die formulieren? Vielleicht ist da auch nochmal spannend. Ich meine, Sie arbeiten alle in den Bereichen, irgendwie haben selbst auch damit zu kämpfen. Ich weiß irgendwie, ja, in den Bibliotheken sozusagen müssen Sie das ja auch vollziehen, irgendwie Ihre Mitarbeiter, Schulen da mitnehmen sozusagen. Vielleicht gibt es ja da auch schon irgendwie ein paar Vorschläge, die man damit reinnehmen kann, um es dann vielleicht auch zu formulieren. Ja. Ich würde dann noch kurz was dazwischen reinwerfen wollen. Und zwar, glaube ich, gibt es das Vertrauen nicht, dass diese, also ich finde das super, dass die Erwartungshaltung da ist, dass wenn jemand so hoch gefördert wird, dass Digitalisierung dann mitgedacht werden muss. Aber ich glaube, das Vertrauen, dass die Institutionen das machen, ist einfach nicht da. Also im Theaterbereich ist die nicht da. Es ist schön, dass ein Regisseur wie Kai Voges es schafft, das zu machen. Aber es ist ja der Regisseur Kai Voges, der das geschafft hat, das zu machen und nicht
die Institution Berliner Ensemble. Und die auch aus meiner eigenen Erfahrung, und ich glaube, das spiegelt so ein bisschen wieder, was du sagst, stellt sich natürlich die Frage, sind die Institutionen der richtige Ort, um dieses Geld reinzugeben? Also soll dieses Geld an Institutionen geben, die es schon gibt, die eigentlich auch Geld bekommen, wo man wahnsinnig viele Leute hat, die sich auch melden und die sagen, Moment, aber die Institutionen sind an sich noch gar nicht willig, das zu machen. Also gebe ich dann eine Karotte und sage, guck mal, wir geben euch ein bisschen Geld und dann werdet alle bitte endlich mal digital. Oder, und das ist, glaube ich, auch der Wunsch, der hier geäußert wurde und der sich in den Workshops auch geäußert hat, sind die Institutionen einfach noch nicht so weit, weil sie den Nutzen einfach noch gar nicht sehen von dieser ganzen Sache. Weil die Frage ist, welchen Nutzen hat eigentlich das Deutsche Theater, dass es auf der Bühne Wi-Fi gibt? Da haben doch alle nur Angst, dass die Leute auf ihre Telefone schauen. So, das ist ein solides Argument. Und deswegen stellt sich die Frage, dann kann ich eine Stelle im Deutschen Theater machen, die heißt Digitalisierung und die Marketingabteilung findet das fantastisch, weil dann können wir endlich unsere Search Engine Optimization machen und die Leute wissen endlich, wo das Deutsche Theater ist und laufen nicht mehr dran vorbei. Und wie läuft das dann? Also das hört sich so ein bisschen flapsig an, aber das ist ja eine Realität. Digitalisierung gibt es seit 20 Jahren und wir haben keine digitalen Labore in deutschen Theatern. Und die Gelder, die für Inszenierungen ausgegeben werden, für Spielzeiteröffnung, Inszenierungen, das ist alles super ausgegebenes Geld. Ich will da niemandem ans Bein pissen, aber die Frage ist doch, mit diesem Geld könnte ich 4 innovative Projekte aus, 4 Laborprojekte machen, die dann vielleicht schon bei Twitch einen Account gemacht hätten und dann könnte ich alle meine Theatervorstellungen streamen und müsste nicht so viel Geld für eine Glasfaserleitung ausgeben. Das ist eine andere Sache. Ich versuche hier gerade Ästhetiken miteinander zu vergleichen, aber die Frage ist, ist das Vertrauen überhaupt da in die Institutionen, die schon da sind, dass wenn denen Geld gegeben wird, dass da was bei rauskommt, was einen tatsächlichen digitalen Wandel ermöglicht? Oder geht es darum, dieses Geld zu nutzen, sodass etwas hergestellt werden kann, was im Jahr 2018 stattfindet und nicht im Jahr 2003, wo man dann sagt, Digitalisierung ist nicht nur Video, sondern Digitalisierung hat ganz, ganz viel mehr. Und ich fand diesen Vortrag über Museum 4.0 super, weil der im Prinzip alles gesagt hat. Und da sind Millionen geflossen. Und wir sehen das in Museen, die außerhalb von Deutschland stattfinden, sehen wir die großen innovativen Projekte oder das ein oder andere Mal ein Projekt hier und da, aber zu einem wirklichen Umdenken hat leider noch nicht, ich hoffe, da geht es weiter und es geht weiter, zu einem Umdenken der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat das jetzt noch nicht geführt. Ne? So. Und dann stellt sich ja die Frage, wenn ich jetzt, auch wenn es nur wenig Geld ist, wo gebe ich das hin? Gebe ich das dahin, wo es versickert und dann eine Regisseurin ein tolles Ding macht? Oder gibt es andere Strukturen, die aufgebaut werden? Aber du kämpfst jetzt gerade, glaube ich, gegen was an, was ich nicht gesagt habe. Ich habe ja explizit gesagt, das Geld für den Innovationsfonds und das Geld, was wir möglicherweise auch zukünftig für so ein Programm mobilisieren, soll explizit nicht noch dazu dienen, dass die Einrichtungen für Dinge, die sie für zusätzlich halten, auch noch zusätzliches Geld bekommen. Sondern was ich gesagt habe, ist, dass meine Erwartung an all die Kultureinrichtungen ist, dass sie sich selbst Gedanken machen. Das kann ich natürlich, also ich muss dazu sagen, wir als Kulturverwaltung haben zu unseren Einrichtungen grundsätzlich ein Verhältnis von, ich bestelle die Leitung. Ich entscheide, oder der Haushaltsgesetzgeber entscheidet über die Mittel und ansonsten sind sie in der künstlerischen Intendanz, im künstlerischen Arbeitsprozess weitgehend frei, was sie machen. So, das finde ich auch richtig, verteidige ich auch überall, aber deswegen sage ich eben auch, sowas wie Kai Voges jetzt macht, dass das woanders Schule macht, dass irgendwie, und das wird eine jüngere Generation von Regisseurinnen und Regisseuren geben, die mit ganz anderer Selbstverständlichkeit mit digitalen Mitteln Theater machen. Da bin ich fest von überzeugt, weil es gibt ja auch so eine Professoren wie dich an so einer Hochschule, damit dieses Wissen auch weiter transportiert wird, dass Leute auch merken, es gibt Möglichkeitsräume, in denen kann man Dinge entwickeln. Jetzt sage ich mal, mir geht es mit dem Fonds in der Tendenz darum, Modellprojekte zu fördern, die Digitalaffinität stärken, die Kooperation und Netzfähigkeit in den Communities, in den kulturellen Communities stärken, die Zusammenarbeit, die interdisziplinäre Zusammenarbeit stärken. Nicht Geld, was zusätzlich in die Institutionen geht, damit sie eine halbe Stelle oder wir kaufen uns jetzt mal einen Rechner, der möglicherweise nicht das vorletzte Version hat, sondern nur noch die vorletzte, sondern also das muss sozusagen, es wird auch nicht aus den Institutionen von sich heraus kommen, wenn nicht von außen ein Anforderungsdruck entwickelt wird. So, aber ich renne immer durch die Welt und sage allen, wenn ihr eben nicht dafür sorgt, dass ihr in der digitalen Welt präsent seid, dann seid ihr irgendwann für eine junge Generation überhaupt nicht mehr präsent.
So, und der Silbersee in den Publikumsbereichen, der wird irgendwann, so bitter das ist, also so einfach biologisch verschwinden. Und wenn eine neue Generation nicht rangezogen wird, die mit der Art und Weise, wie ihr Theater macht, für das zu begeistern ist, was ihr dann macht, dann stellt ihr euch selbst in Frage, dann werdet ihr irgendwann überflüssig. Das kann man im Grunde für den gesamten Kulturbereich so sagen. So. Insofern, nochmal, der Fonds soll ein Experimentier- oder ein Modernisierungsfonds sein. Er soll Lust machen auf den Umgang mit digitalen Technologien. Er soll die Digitalaffinität stärken und er soll Modelle vervielfältigen, wo es gut geklappt hat, digitale Arbeitsweisen in den Kulturbereich zu implementieren. Am besten tatsächlich auch noch über die verschiedenen Sparten hinweg. Das ist mein Ziel. So. Und damit wird er dann möglicherweise, ich weiß das sage ich jetzt natürlich hier, weil ich mir darüber im Klaren bin, sonst würden Sie es mir sagen oder würdet ihr es mir sagen, das wird natürlich dann auch Folgen nach sich ziehen. Also so wie mal irgendwann Leute begonnen haben zu sagen, es wäre doch ganz pfiffig, wenn wir unseren Analogkrempel hier mal so digitalisieren, dass wir die Daten anderen zur Verfügung stellen, damit die damit Sachen machen können. Das ist jetzt, Thorsten, wie lange ist es her, wann habt ihr angefangen? 12. So, da war dann, okay, wir setzen mal ein Modellprojekt auf. Jetzt haben wir ein Kompetenzzentrum und verstetigt das Projekt und ballern die Mittel nach oben. Das sind jetzt auch keine Unsummen, aber es sind immerhin so viel, dass schon eine ganze Reihe von Projekten, und zwar freie Szene wie öffentliche, und wir gucken, als Land Berlin fördern wir das zwar, wir gucken noch nicht mal drauf, dass es nur Berliner sind. Also bei uns dürfen auch welche mitmachen, in Anführungsstrichen, die keine Berliner Institutionen sind, dürfen sich bewerben, eine Jury wählt aus und dann wird digitalisiert. So, den Hackathon finanziert jetzt ab 2019 die Bundeskulturstiftung für 4 Jahre. Das heißt, auch auf der Ebene kommt sozusagen eine Stetigkeit rein. So, in den Kultureinrichtungen stellen wir Mittel zur Verfügung für Infrastruktur und auch zusätzliche Stellen. So, dann kommt wieder der Kampf mit der Finanzverwaltung. Sie sagt, na, wenn ihr jetzt digital arbeitet, dann braucht ihr ja die analogen Leute nicht mehr, dann müsst ihr sozusagen irgendwie. Das ist natürlich auch so eine Denkweise, wo ich dann sage, muss man den Haushältern jetzt erstmal erklären, dass es so natürlich auch nicht funktioniert und dass die digitale Welt die analoge nicht überflüssig macht, sondern bestenfalls ergänzt und es eine neue Form von Interdependenz zwischen beiden Welten gibt. So. Also es ist ein Kampf in alle Richtungen und es ist mit Sicherheit ein Suchprozess. Aber das, was im Rahmen eines solchen Projektfonds aufgesetzt wird, wird Folgekosten nach sich ziehen, um die man dann wieder kämpfen muss. So ist das Leben. Also so erlebe ich es ja auch. Also wenn ich im Abgeordnetenhaus aufrocke und sage, ich hätte für dieses oder jenes gerne zusätzliche Mittel, dann sagen die mir auch erstmal, muss uns jetzt ganz besonders energisch erklären, warum die nötig sind. So, ne? Und in manchen Bereichen finde ich aber tatsächlich auch, dass die zur Verfügung stehenden Gelder zukünftig, also gerade bei den großen Institutionen, dass es nicht immer nur zu Mehrbedarfen führen kann oder mehr Anmeldungen führen kann, sondern dass Digital Mindset auch bedeutet, seine Arbeitsweisen umzustricken. Und das bedeutet an bestimmten Stellen dann eben auch, dass man zukünftig auch Arbeitsweisen ändert, Organisationskontexte ändert, Organisationszusammensetzung ändert, dass die Struktur der Theater sich verändert. Also es wird nicht mehr irgendwie die klassische Technikabteilung geben und dann die Bühne und dann dieses und dann jenes, sondern man wird in ganz anderen Netzwerkstrukturen zusammenarbeiten. Also sämtliche Arbeitsweisen, sämtliche Kommunikationsweisen, auch die künstlerischen Produktionsweisen werden sich ändern. Und das ist der Punkt. Darf ich mal einmal fragen, es hallt hier sehr, ich weiß nicht, wie Sie das stört, aber hier vorne ist es ein bisschen schwierig, also sozusagen hier gibt es so einen Rückhall, hinten sitzt die Tontechnik, vielleicht das mal irgendwie so ein bisschen zu reduzieren, aber ich würde da gerne einhaken, ich meine, wenn wir jetzt sozusagen schon feststellen, sozusagen es gibt diesen Divide, ich meine, ich versuche mir gerade vorzustellen, wer ist eigentlich derjenige, der sich, oder diejenigen, die sich bewerben werden letzten Endes, so, ne? Werden das überhaupt diejenigen aus den etablierten Institutionen sein oder wird das eigentlich wieder die freie Szene sein, weil sozusagen die sich um dieses fluktuierende Geld irgendwie bewirbt. So, aber inwiefern ist denn da vielleicht auch das Ziel, zu sagen, da gibt es irgendwie Arbeitsweisen, wo halt diese verschiedenen Bereiche zusammenkommen, könnte das nicht irgendwie auch eine, also ist das denkbar, ist das aus der Perspektive sinnvoll und wäre das, was sozusagen in diesen Innovationsfonds mit einzubauen, zu sagen, hier sind Projekte, die von mehreren Seiten wirklich gleichzeitig betreut werden und nicht, dass wir diesen Divide halt weiterführen. Also das wäre mir das Liebste, aber das hängt natürlich von den Akteurinnen und Akteuren ab. So. Und ich nehme natürlich wahr, das ist klar, es gibt den Gegensatz zwischen einer relativ flexiblen, relativ auf neue Trends relativ schnell reagierenden freien Szene. Und es gibt auf der anderen Seite die großen Tanker, aber ganz so einfach ist die Welt natürlich auch nicht. Und wir haben natürlich auch, also die Schaubude ist ja auch eine öffentliche Institution. Und da gibt es jemanden mit Tim Sandweg, der sagt, ich will diesem Thema einen Schwerpunkt widmen und deswegen ballere ich da sozusagen auch Energie und Kraft rein und bastle die entsprechenden Netzwerke rundherum. Na klar ist das cool, wenn sich das gegenseitig ansteckt.
Und im besten Fall sind es auch Projekte, die sozusagen zwischen den Beteiligten entwickelt werden. Am liebsten wären mir die Projekte, wo Leute sagen, wir tun uns zusammen, wir wollen dieses und jenes ausprobieren. Könnt ihr uns unterstützen? Wir wissen noch nicht, was am Ende bei rauskommt, aber wir denken in die und die und die Richtung, könnte das ein so Plus sein für die gesamten Bereiche, für den gesamten Kulturbereich. Und dann muss man sich's angucken. Es wird doch wieder eine Jury geben. Es wird wieder bestimmte Fördersäulen geben. Es wird ein bestimmtes Projektdesign geben. So, das entwickeln wir ja gerade gemeinsam. Und warum ich jetzt hier eigentlich sitze, hat nur den Grund, und warum ich bei der Republika und in der Volksbühne bei Netzpolitik irgendwie dafür geworben habe, ist, ich möchte möglichst viele Leute neugierig machen, sich in diesen Prozess einzuklinken. So, damit wir am Ende nach möglichst mit guten, wenn man so will, und vervielfältigbaren Ideen rauskommen, die dann auch zur Grundlage werden können für das Förderdesign insgesamt. Weil natürlich auch die Kulturverwaltung alle Jahre wieder Förderstrukturen überdenkt, die Geeignetheit von Fördersystemen, von Fördersystematiken, von Förderinstrumenten überdenkt. Und insofern ist das am Ende im besten Fall sozusagen ein gegenseitiges Befruchten und Ideen einsammeln, aus dem heraus dann Stück für Stück sich Dinge ändern. Und natürlich weiß ich, dass gerade da, wo im öffentlichen Dienst Berlins über Jahre nur gekürzt und nur diejenigen, die rausgegangen sind, in den Ruhestand verabschiedet wurden, eine gewisse erstens Überlastung, zweitens, wer sich zuerst bewegt hat, verloren, drittens, also das war jetzt kein besonders innovationsfreudiges Klima, was man dadurch gefördert hat, so, sondern man hat im Grunde zugeguckt, wie der öffentliche Dienst sukzessive veraltet ist. So, und inzwischen haben wir natürlich auch in den Kultureinrichtungen die Situation, das höre ich dann auch von den Einrichtungsleitungen. Ja, wir haben hier gemeinsam angefangen und wir sind gemeinsam alt geworden. Und jetzt müssen wir uns eigentlich mal überlegen, wie schaffen wir sozusagen, wie organisieren wir personell und auch inhaltlich die neue Generation in den Einrichtungen. So. Das sind Prozesse, die dauern länger als 2, 3, 4 Jahre, das weiß ich auch. Und trotzdem glaube ich, dass du, wenn du neugierig machst, wenn du Best-Practice-Beispiele schaffst, wenn du immer wieder neue Ideen in so einen Ring reinwirfst, trotz alledem auch eine Motivationsstimmung schaffen kannst, in der alle sagen, wir erkennen, es nützt uns diesen digitalen Herausforderungen zu stellen. Es nützt uns, sie zum Gegenstand unserer eigenen Institutions- oder Organisationsentwicklung zu machen. Es nützt uns dabei, den Schulterschluss oder die Kooperation mit anderen, mit klugen Leuten, mit Menschen, die mit Modellprojekten und mit Ideen kommen, zu suchen. Und am Ende, ich sage ja sowieso immer, in einer Gesellschaft, die wettbewerbsförmig organisiert ist, wie der kapitalistischen, die Kooperation fördert. Also die auch ein Gegenmodell zum irgendwie, Hauptsache ich habe hier eine schöne Idee, die ich für mich allein bewahren kann und die mir kurzfristig einen Marktvorteil schafft. Eigentlich wünsche ich mir, dass daraus ein solidarisches, irgendwie in der Netzwerkstruktur entwickeltes gemeinsames Lernen passiert. Das ist eigentlich so meine Fantasie bei dem Ganzen. Ich würde noch einmal kurz zurückspielen zu Herrn Vetter, weil bin Sie übergangen, weil ich weiß, Sie machen in Ihren Bibliotheken sehr viel, irgendwie auch um eigentlich auch die Mitarbeiter mitzunehmen sozusagen und also sowohl für den eigenen Laden als aber sozusagen auch dann für das Publikum, was kommt, sozusagen diesen digitalen Gedanken weiterzuführen und da Angebote zu machen. Vielleicht, weil Sie jetzt auch gerade über Best-Practice-Beispiele sprachen, vielleicht bringen Sie vielleicht mal so ein paar Ideen und wo man sich was abgucken kann für den Fonds oder aber eben andere. Ich versuche es mal. Erstmal nehme ich nochmal das an, auf, was Klaus gesagt hat mit dem Wandel der Kulturinstitutionen. Wir haben ja heute eine Grafik gesehen, wo dargestellt war, wie die Freizeitaktivitäten sich verändern. Ich habe gerade nochmal bei Statista, bei meinem kostenlosen Zugang des FÖPS nachgesehen, wie das mit dem Lesen aussieht. Und das Lesen hat von 2013 bis 2018 15%, das Lesen von Büchern, ne? Da geht es nur um das Lesen von Büchern, hat 15% abgenommen und ist in den Bereich gefallen von so 20% machen das nicht. Das ist natürlich für eine Institution wie die öffentlichen Bibliotheken eine Herausforderung. Diese Herausforderung begegnen wir ungefähr seit 2009 in einem starren Geflecht, was ich vorhin geschrieben habe, dieser Bezirkssachen, aber mit dem Schulterschluss der Zentral- und Landesbibliothek als Stiftung und vereint in dem FÖP, was eine andere Innovationskultur möglich macht. Das ist auch das, was mir wichtig ist zu sagen, dass wir eben nicht in diesen bezirklichen Käfigen gefangen sind, sondern wir haben uns einfach eine Parallelwelt geschaffen über 20 Jahre, in der wir innovativ arbeiten können. Und ich berichte mal von einem aktuellen Beispiel. Ich war letzte Woche am Abend in einer Bezirkszentralbibliothek in Charlottenburg. Der Kollege sitzt auch da. Ha, hast du dir schon gedacht, oder? Und wir haben dort einen Musikmakerspace eröffnet. Den ersten Musikmakerspace, der es ermöglicht, den Nutzerinnen der Bibliothek mit digitaler Musik zu experimentieren. Und zwar mitten zwischen den Regalen.
Das Ding war total laut, sonst arbeitet man oft mit Kopfhörern, habe ich mir sagen lassen. Aber das hat auch 8 Zugänge, das heißt, ich kann auch meine Gitarre mitnehmen, kann das da einspielen, ich kann das mischen, ich kann das samplen. Ich habe auch vorhin schon überlegt, ob man die Geräusche unserer automatischen Rückgabeanlagen damit einspielen kann. Also das ist alles möglich und das in einem Raum wie in einer öffentlichen Bibliothek. Das heißt, frei zugänglich, kostenlos. Und das ist, finde ich, ein sehr innovativer Moment, der auch angekommen ist in der digitalen Welt. Worüber denken wir noch nach? Wer den Tagesspiegel liest, hat gelesen, dass in der Stadtbibliothek in Reinickendorf jetzt der Nano, also so kleine Roboter zu Hause sind, die sprechen können, die wir einsetzen werden in der Leseförderung. Das heißt, wir werden versuchen, auch Kindern, die das Lesen nicht mehr ganz so wichtig finden, das Lesen von Büchern, ne? WhatsApp und so, das lesen die alle und im Internet gucken die auch viel nach, das ist auch überproportional gestiegen, es sind 80% mehr, so seit 2013. Und wir versuchen dann natürlich Antworten zu finden in unserem Verständnis von öffentlichen Räumen. Wir haben heute ganz viel über Offenheit gehört. Das ist eins unserer Grundkonzepte. Wir sagen, wir bieten offene Räume. Und wir bieten die an, weil wir eine Parallelentwicklung sehen. Wir sehen eine enorme Digitalisierung und wir sehen aber eine enorme Rückbesinnung auf den analogen, frei zugänglichen, nicht kommerziellen Raum, was öffentliche Bibliotheken sind. Und das finden wir spannend, weil das auch parallel einhergeht mit einer Stärkung von DIY-Bewegung, von Makerspace-Bewegung. Das heißt, die Leute kommen, anders als immer dargestellt, auf einmal wieder zusammen an Orten und tun Dinge zusammen. Und das ist unser Konzept für die nächsten Jahre, wo wir sagen, als öffentliche Bibliotheken, da möchten wir gern noch mehr sein. Wir möchten noch mehr für die Communities da sein, um als Bibliotheken einen großen Impuls zu geben bei Digitalisierungsprozessen. Ich kann von meinem eigenen Projekt noch berichten, was wir seit einem Jahr machen. Ich habe mit dem Fraunhofer-Institut zusammen das Coding Hub aufgebaut, das Roberta Coding Hub, wo wir Leseförderung anders betreiben als bisher. Wir sagen, Codes lesen ist auch eine Lesekompetenz und eine Sprachkompetenz. Also bieten wir, wenn die Deutschkurse zu uns kommen, an, die Klassen zu teilen zum Beispiel und zu sagen, eine Gruppe beschäftigt sich jetzt mal mit so Grundlagen von Coding. Das sind so kleine Calliope-Platinen, mit denen die arbeiten. Und wir erreichen damit erstmal einen Wandel des Bildes der Bibliotheken. Das ist mir immer ganz wichtig, dass wir wegkommen von dem Bild, das fast alle hier noch in den Köpfen haben. Und wir erreichen auch Leseförderung da, wo die Kids gerade sind. Wenn die nicht mehr beim Buch sind, dann gucken wir, ob wir schaffen, sie von der Platine wieder vielleicht zum Buch zu bringen und zu zeigen, wo liegen die Vorteile vielleicht auch vom Buch. Und den anderen, die die Vorteile vom Buch sehr schätzen, versuchen wir beizubringen, die Platinen zu schätzen. Und da geht es uns darum, um Selbstermächtigung. Es geht darum, dass wir Kinder selbst ermächtigen wollen, sich der digitalen Kultur zu ermächtigen. Das ist unser Auftrag gerade. Und das sind so die drei Sachen, von denen ich berichten möchte. Ich habe noch ein paar mehr. Weil ich finde, dass fantastisch, wie du das hergestellt hast, was alle diese Kultur ist, ein großer Bereich, aber alle diese Kultureinrichtungen eint diese eine Sache, dass wir alle Räume anbieten, wo Leute zusammenkommen können, um was zu verhandeln. Und da sind wir alle gleich. Und das ist eine Sache, die so elementar wichtig sein wird in diesem Innovationsfonds. Und das ist aber das Problem, dass die Institutionen die Herrschaft über diese Räume haben. Das heißt, man kommt an diesen Institutionen, ob man sie jetzt gut findet oder nicht gut findet, nicht drumherum. Und deswegen müssen wir da einen guten Umgang damit finden. Und das Wissen, das aufgebaut wird, bleibt in den Institutionen. Eine Artist in Residency ist 6 Monate in der Institution. Und der einzige Ort, es gibt dann 2 Orte, wo das Wissen ist, bei der Künstlerin oder dem Künstler und in der Institution. Das heißt, die Institutionen haben die Möglichkeit, dieses Wissen weiter zu behalten und weiter zu tragen und weiter zugänglich zu machen. Deswegen müssen wir mit diesen Institutionen umgehen. Auch wenn sie sich dagegen wehren. Und das wollte ich nochmal, weil das so toll war, weil wir genauso sind wie ihr als Hochschule. Theater sind genauso wie ihr, nur noch nicht ganz so weit. Und auch Museen sind genauso wie ihr. Das sind alles Orte, an denen wir wollen, dass so viele Leute wie möglich kommen und so viele Leute wie möglich ihr Wissen verhandeln dort mit uns zusammen. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Da die Gemeinsamkeit auch zu sehen, wenn man sich dieses Programm anschaut, weil es darum geht, mehr Leute an diese Orte zu holen und zu schauen, dass das Wissen, das in diesen Orten ist, immer weiter aufgebaut wird, auch was die Digitalität angeht.
Ja, ich wollte gerne Herrn Lederer dazu hören. Ich habe gesehen, als Herr Vetter davon sprach, ja, wir haben eine parallele Struktur aufgebaut und dann gab es ein, ja, guck. Und dann weiß ich nicht, wie ich das interpretieren sollte. Was hieß das? Das hieß, dass genau darum geht es. Also hier war es jetzt nicht so, dass der FÖB wurde nicht entwickelt, um die digitale Entwicklung der Bibliotheken voranzubringen, um dieses Missverständnis aufzuklären. Aber der FÖB hat sich, also das ist sozusagen das Verbundsystem der öffentlichen Bibliotheken Berlins, für die, die es nicht kennen, hat sozusagen die Akkumulation bibliothekspezifischen Wissens ermöglicht und hatte durch die Bereitstellung entsprechender Ressourcen und entsprechender Kooperationsnetzwerke eine Innovationskultur ermöglicht, die in der klassischen hierarchischen Verwaltungsstruktur nicht funktioniert. So, was kann man daraus lernen? Man kann daraus lernen, dass es sinnvoll sein kann, solche Strukturen da zu vervielfältigen, wo ähnliche Institutionen mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Also bei den Volkshochschulen gibt es inzwischen so ein Verbundnetz, für die Musikschulen entwickeln wir es gerade. So. Dann gibt es bestimmte Formen von Institutionen, die wird man in solche Netzwerke dann reinbekommen, wenn sie selbst für sich verstehen, dass ein Bedeutungsgewinn, Erkenntnisgewinn, Ausstrahlungsgewinn damit verbunden ist, dass sie sich diesen Technologien zuwenden. Die Museen, Galerien des Landes kriegen wir, die sind zum Glück nicht alle so eine großen Tanker wie die SPK, also der preußische Kulturbesitz. Die kriegen wir unter anderem darüber, dass wir Anforderungen an Barrierefreiheit, an soziale Zugangsfragen und an Vermittlung an sie stellen. Das heißt, wir geben Geld dafür, dass in dem Bereich was passiert und siehe da, da kommen plötzlich Leute, die sozusagen dem, und das setzt dann nur voraus, das setzt nicht voraus, dass die Direktoren, Direktorinnen, Kuratorinnen, Kuratoren alle sozusagen an der Hochschule für Museologie digitale Museologie studiert haben und dann von Doktor abgebrochen, um danach Professoren zu werden. Sondern da würde es mir reichen, wenn in den Einrichtungen so eine offene Kultur herrscht, dass das gegenseitig, und das funktioniert zunehmend, ich nehme das wahr, also beim Stadtmuseum nehme ich es wahr, ich nehme es bei der Berlinischen Galerie wahr, dass dann begriffen wird plötzlich, okay, wir wollen jetzt die barrierefreie Galerie. Das heißt, wir müssen Menschen, die nicht in der Lage sind, visuell das Bild, Kunstwerk zu erfassen, andere Optionen bieten. Das kann man, indem man beispielsweise Skulpturen kann man ertasten, Bilder kann man in einer Form aufbereiten, in der sie auch durch Tastsinn wahrnehmbar sind. Und jetzt gibt es die digitalen Möglichkeiten. So, und jetzt kommen Menschen und sagen, im Übrigen im Museum Y im Staat Z, da haben die folgende Idee entwickelt. Wollen wir uns nicht mal daran ein Beispiel nehmen und versuchen, das nach Berlin zu importieren? Irgendwann wird es dann hoffentlich mal so weit sein, dass sich irgendwo in der Stadt X im Museum Z Menschen überlegen, ob sie nicht die Berliner Ideen nach dahin exportieren können. Aber so weit sind wir noch nicht. Und so versucht man, oder versuchen wir im Grunde den Kooperationsgedanken, der eigentlich die grundsätzliche Voraussetzung ist für digitale Affinität, zu befördern. Und so versuchen wir eine Vervielfältigung hin und vor allem, und das ist keine Altersfrage, da bin ich hundertprozentig sicher, das ist keine Altersfrage, sondern es ist einfach eine Frage, ob man offen ist für neue Ideen und für neue Arbeitsweisen oder ob man, wie es manche Intendanzen in den Kultureinrichtungen auch waren, sagten, ich habe 40 Jahre lang irgendwie sicher auf diesem Schiff gesegelt, mich wird jetzt keiner dazu bringen, auf ein anderes umzusteigen. Das wird es auch geben. Aber bestimmte digitale Affinitätskulturen zu fördern, das ist der Zweck dieses Fonds. Und wenn dann am Ende auch noch, noch ein weiterer Nutzen dadurch entsteht, das habe ich aber im Grunde, wiederhole ich mich schon gesagt, dass wir unsere Förderstrukturen dann auch dahingehend anpassen, dass sie nutzbar sind oder dass sie ermöglichen, was wir in anderen Bereichen versuchen zu unterstützen, dann ist es ein toller Kollateraleffekt. Da jetzt noch einmal zurückgespielt, weil Sie haben jetzt gesagt, also Herr Vetter, wir haben den Roboter da eingebaut etc. Wie kriegen Sie, also ich meine, dahinter steht Personal, dass das tun muss sozusagen und weil ich glaube, wir diskutieren immer wieder so ein bisschen an der Frage, Sie haben jetzt gerade gesagt, es geschieht nicht dadurch, dass jemand digitale Museologie studiert hat und das mitbringt, sondern dass dieser Mindset entsteht woanders in der Kooperation. Würden Sie das genauso sehen aus Ihren eigenen Erfahrungen? Ja, also das Cooling Hub war nur möglich mit dem Fraunhofer-Institut, in dem das Fraunhofer angeboten hat, 20 Leute auszubilden zum Roberta-Teacher. Und dann konnte ich halt mit ausgebildetem Personal das betreiben. Also wir brauchen Kooperationspartner. Das ist aber auch, was in den Bibliotheken ein ganz normales Denken mittlerweile geworden ist. Ich würde noch mal auf eine andere Sache eingehen. Wir sind wie ihr, wir haben WLAN. Ne, so. Das heißt, wir haben Öffnungsprozesse schon, denken die, glaube ich, noch ein bisschen anders als ein
ein Theater oder ein Museum. Was mich interessieren würde an dem Fonds, um auf den Fonds zurückzukommen, ist die Frage, wie stark fokussieren wir diejenigen, für die wir diese Angebote denken? Also ich habe gerade in einem Haus einen Design Thinking Prozess mitbegleitet und das fand ich unheimlich spannend, wie wir die Sachen gesehen haben als Bibliothekarinnen und als Famis und wie aber eigentlich die Menschen, die in die Bibliothek bisher gekommen sind, aber, was mich noch viel mehr interessiert hat, die Menschen, die bisher nicht in die Bibliothek gekommen sind, was die eigentlich erwarten von der Bibliothek und auch von digitalen Produkten. Und ich erwünsche und hoffe mir von so einem Innovationsfonds, dass es ein Kriterium ist, ganz stark diejenigen zu fokussieren, für die die Angebote sind, um nicht nochmal eine App zu haben, die nur ein paar Nerds brauchen, sondern Dinge zu schaffen, die einen Mehrwert auch für die Communities haben. Das wäre so für mich das Grundkriterium. Der Rest ist mir eigentlich egal, aber das ist wirklich das Kriterium. Wenn das erfüllt ist, würde ich sagen, fördern. So. Da würde ich jetzt gerne mal in die Sammlung gehen, weil ich habe irgendwie als Aufgabe mit hier fürs Panel bekommen, tatsächlich diese Förderkriterien sozusagen, die auch demnächst festgeschrieben werden sollen, soweit man mir sagte. Davon soll es 5 geben. Vielleicht können Sie dazu einfach gerade schon mal was sagen, was da schon existiert und inwiefern das diskutabel ist und sowas jetzt zum Beispiel mitgenommen. Kann ich nicht, weil es noch in der Entwicklung ist und da bin ich nicht mal unmittelbar beteiligt, sondern das passiert tatsächlich in diesem Prozess, der gerade läuft mit der Technologiestiftung, mit Menschen aus meiner Verwaltung und in Workshops und mit Beteiligten. Und das soll ja am Ende stehen. Ich würde mal sagen, was Danilo eben gesagt hat, kommt gleich mit rein in den Topf. Und ohnehin ist es ein generelles Prinzip von Förderung oder ein genereller Anspruch. Kultureinrichtungen sind nicht für sich selbst da, sondern Kultureinrichtungen sind für diejenigen da, die in diese Kultureinrichtungen gehen. Und was ich jetzt inzwischen immer wie eine Gebetsmühle sage, unseren Einrichtungsleitungen, und die sind übrigens auch für diejenigen da, die potenziell nicht in diese Einrichtung bisher gehen, aber potenziell in diese Einrichtung gehen könnten. Weil ich auch nicht vertreten kann, dass ich Kultureinrichtungen mit erheblichen Subventionen pro Karte bezuschusse und nur 15-20% der Stadtgesellschaft sich in denen überhaupt blicken lassen. Es ist aber noch nicht so einfach. Du musst selbst Einrichtungen davon überzeugen, Nutzerbefragung oder Nichtnutzerbefragung mitzumachen, um mal ein Feedback einzuholen. Es gibt Einrichtungen, die sind total offen und sind sofort dabei und dann gibt es andere, das brauche ich nicht, ich stehe im Foyer, ich weiß, wer zu mir kommt und demzufolge auch, wer nicht kommt. So. Und so geht das Bereich für Bereich durch. Und deswegen sage ich, wenn ich über Barrierefreiheit, über Zugangshürden absenken, über wer ist eigentlich Adressatin oder Adressat dessen, was wir treiben, bis hin zum Digitalen gehe, das hängt zusammen. Die Dinge hängen an dieser Stelle zusammen. Es ist dasselbe, richtige oder falsche Herangehen, richtige oder falsche Denken. Und wie ich das vorhin meinte, also Danilo hat es eben beschrieben, ja, man braucht Kooperationspartner, man muss die Menschen fortbilden, Techniken muss man erlernen, aber Techniken kann jede und jeder erlernen. So. Nur, was ich meine ist, das Digitale ist mittlerweile so dermaßen präsent in jeder Frau und jedermanns Alltag, dass es eine Absurdität ist, dass es nicht auch Bestandteil des Denkens in Arbeitsprozessen, in Kunstproduktionsprozessen und auch in Distributionsprozessen ist. Das ist das eigentlich Absurde. Also wir müssen eigentlich versuchen, eine Lücke zu schließen, die sich sukzessive aufgebaut hat, die sich Stück für Stück aufgebaut hat und die mittelfristig dazu führt. Und da glaube ich, gibt es die Einsicht in den Kulturinstitutionen mehr und mehr. Und sie bewegen sich da, dass, wenn sie diesen Zug abfahren lassen, nicht so schnell ein neuer kommt. Aber das Digitale, meinen Sie jetzt in dem Moment technologisch gesehen? Oder also sozusagen, weil hier nein, wird auch immer ich meine, über digitale Arbeitsweisen ich rede über, dann wird es plötzlich... Nein, das Technologische, also digitale Arbeitsweisen sind das eine. Das andere ist, dass natürlich Hardware dann auch in einer bestimmten Art und Weise bedient, betreut, begleitet werden muss. Also das hängt zusammen. So, also ich muss, wenn ich will, dass sich Kulturinstitutionen oder auch andere, wie gesagt, ich habe vorhin schon gesagt, wenn ich jetzt nicht über die freie Szene rede, dann, weil, wobei auch da, sage ich mal, gibt es sozusagen so einen Kreis von Leuten, die macht das mit besonderer Intensität und dann gibt es natürlich auch in der freien Szene Bereiche, in denen sozusagen bestimmte Technik, es muss im Übrigen, kann auch Kunst zukünftig noch, ohne dass man einen Computer benutzt, gemacht werden. Also ich habe da kein Problem mit. So, das darf auch sein. Aber es geht sowohl in der Produktion als auch in der Art und Weise, wie gehe ich in die Öffentlichkeit, also wie ermögliche ich die Teilhabe an Kunst, bis hin zu der Art und Weise, wie strukturiere ich meine Arbeitsprozesse, wie organisiere ich meine Binnenverhältnisse in der Einrichtung. Das alles verändert sich. Also wir sind in einem Umbruch, der sozusagen beherrscht alle Bereiche. Und deswegen komme ich nochmal darauf zurück, der Innovations- oder Modernisierungsfonds oder wie auch immer man ihn jetzt nennen mag, ist eine Säule neben vielen, vielen anderen, in denen wir auch Dinge bewegen müssen.
wenn wir eine neue ZLB bauen und wenn wir, wenn wir jetzt Investitionen in Kultureinrichtungen vornehmen, wo wir mitdenken müssen. Also es hat keinen Sinn, eine komische Oper komplett zu sanieren, wie wir es in den nächsten Jahren machen werden und danach dann irgendwie auf die Idee zu kommen, dass wir aber vergessen haben, die entsprechende Infrastruktur mit reinzubauen, die man braucht, damit sie auch digitalfähig ist. Es betrifft alle Bereiche. Und dieser Fonds, das ist der kleine Ausschnitt, in dem Netzwerkprojekte, Netzwerkerfahrungen, in dem bestimmte digitale Arbeitsweisen ausprobiert. Und dann kommt es halt drauf an. Was kommen die Ideen jetzt bei der Projektentwicklung rein? Wie sehen die Förderkriterien aus? Wer sitzt in den entscheidenden Juries? Und dann kommt es natürlich darauf an, wie gut sind die Anträge? Also was kommt sozusagen an Ideen, an Input rein von denjenigen, die Erfahrungen haben und im Netzwerk verbreitern wollen? Das wird das Entscheidende sein. Jetzt, ich spiele mal kurz zurück oder vielleicht Reaktion darauf? Ja, die Frage ist, wer hat die Möglichkeit, Anträge zu stellen? Also in dem Moment, in dem ich erst dann mein Projekt machen kann, zum Beispiel eine vernetzte partizipative vernetzte Theaterstruktur, die potenziell 20 Millionen Leute sehen können, weil wir sie online streamen. Das kann ich nur, wenn ich einen Raum habe, das ist ganz banal. Räume haben Institutionen. Idealerweise will ich ja auch, dass ich persönlich will, dass nicht eine Künstlerin oder ein Künstler das dann mal gemacht hat, und das hatten wir vorhin auch sehr schön beim Museum 4.0, es einmal zu machen, heißt ja nicht, dass ich irgendwas verändert habe. Das heißt, idealerweise muss das dazu führen, dass das im Raum bleibt. Dass wenn das dort irgendwo gemacht ist, dann ist das da im Raum und dann kann das weitergehen. Dann können andere Leute kommen, das auch nutzen, weiter dran forschen, weil vielleicht war das erste Scheiße, weil wir alle noch nicht gewusst haben, wie das eigentlich hier funktioniert. Und dann kann ich aber weitermachen. Und die Frage stellt sich, wo können diese Räume herkommen? Also bei Bibliotheken habe ich das Gefühl, ihr habt die Räume und ihr könnt die schon nutzen. Es tut euch, es ist vielleicht schwer, aber ich weiß nicht, ob du wolltest, dass es jetzt einen neuen Pilot-Digital-Bibliotheksraum geben muss, weil du da dann endlich das machen kannst, was du möchtest. Das haben sicherlich alle Bereiche, die sagen, sie hätten gerne einen Raum, wo wir endlich mal so arbeiten können, als wäre das Jahr 2018 nicht die ferne Zukunft. Und die Frage stellt sich, schaffe ich es einzelnen Akteurinnen und Akteuren, diese Infrastruktur zu geben? An der Infrastruktur kann dann das kleben, was die Leute rausgefunden haben, sowohl im Positiven als auch im Negativen. Und ist diese Infrastruktur gebunden an Institutionen, die es schon gibt, weil die Räume haben? Oder muss ein neuer Raum geschaffen werden? Das war vorhin, Susanne Schuster hat das gesagt, eine Agentur für Digitalität. Sie hatte das viel schöner verkontextualisiert. Wo man sagt, okay, nee, wir haben so lange geschlafen, wir brauchen jetzt einen neuen Raum, in dem das Wissen dann bleibt, damit die anderen Institutionen dann dorthin kommen können, ihre Leute dorthin stellen können. Das ist eine elementar interessante Frage und ich finde, diese Frage ist zu klären, indem man zunächst in den Förderstrukturen sagt, es gibt Räume, die zur Verfügung gestellt werden, wir nehmen Menschen, die diese Wissensbestände schon haben, gerne auch crossdisziplinär, und fangen an, Artist-in-Residency-Projekte zu machen an bestimmten Räumen und schauen, dass dieser Raum dann bleibt und dass das Wissen dort bleibt und dass das Wissen weitergegeben werden kann von den verschiedenen Leuten, die sich daran die Zähne zusammen ausgebissen haben. Und zwar, da darf gerne das Museumsprojekt und das Theaterprojekt voneinander lernen, weil am Schluss sind wir alle mit dieser Problematik beschäftigt, dass es einen Ort gibt, da ist unglaubliches Wissen und das wollen wir, dass Leute das erfahrbar bekommen. Da sind wir tatsächlich nicht besonders unterschiedlich. Ja, ich habe keine Ahnung, ob es diesen digitalen und ideellen Gesamtort gibt, aber es braucht solche Räume. So. Und wo man die schafft und wie man die schafft, das ist sozusagen, gehört für mich zu dem Suchprozess dazu. Das kann sein, dass es irgendwann, beim Neubau der ZLB zum Beispiel werden Orte der Begegnung, diese dritten Orte mitgedacht. Die werden jetzt schon mitgedacht. So, das dauert aber noch eine Weile, bis wir die anfangen zu bauen. So, vielleicht gibt es Zwischenlösungen, vielleicht gibt es Übergangslösungen, vielleicht finden sich Kulturinstitutionen, die sagen, ich mache das aus eigenem Interesse. Aber durchaus aus einem Eigeninteresse, was nicht so im engeren Sinne egoistisch ist, sondern was andere Dinge und Netzwerkideen und das, was man an Community schafft, mitdenkt. So, also wir laufen jetzt diesen Weg los und dann gucken wir mal, wo wir langkommen und dann gucken wir auch mal, was wir gegebenenfalls unterwegs noch an Proviant mitnehmen müssen. So sehe ich das. Es ist ein Suchprozess, den beginnen wir. Wir gehen diesen Weg jetzt mal und die Frage wäre ja, wie muss dieser Raum eigentlich beschaffen sein? Wie müssen die Zugänge zu dem Raum beschaffen sein? Wie muss er technologisch ausgestattet sein? Reicht einer? Braucht man fünf? Ist es nicht sinnvoller, sozusagen so eine Räume in Netzwerken, wo sie existieren, schon zu vernetzen? Aber verdammte Scheiße, deswegen heißt es Innovations- oder deswegen ist es ein Suchfonds. Möglicherweise ist das genau ein Ergebnis solcher Prozesse dann. Ne? Also ich würde das mal ganz bewusst jetzt offen lassen. Also was ich jetzt nicht mache, ist sage, ich melde jetzt sofort für den nächsten Haushalt fünf Räume an und sagt mir mal, was die kosten. Das bringt übrigens auch nichts, weil ich glaube, wir haben unter Umständen
Umständen haben wir am Ende 5 Räume, in die dann auch keiner geht. So, sondern das muss in so einem Prozess entwickelt werden und deswegen bin ich froh, dass wir jetzt hier loslegen können. Apropos, bevor ich jetzt gleich sozusagen den Raum auch ins Publikum öffne, nur noch eine Frage, weil Sie eben jetzt gerade das Geld nochmal angesprochen haben. Ich meine, Sie haben auf der Republika, haben Sie 1 bis 2 Millionen dann für den Fonds genannt. Gibt es da jetzt, ich meine, jetzt muss der nächste Haushalt angemeldet werden, um dann sozusagen auch den Innovationsfonds bestücken zu können. Gibt es da jetzt irgendwelche Neuigkeiten, neueste Tendenzen gerade noch? Die neueste Tendenz ist die alte. Die Haushaltsberatungen stehen noch bevor und wir werden irgendwie Geld brauchen. Das ist die Tendenz. Und da muss man mal gucken, wie groß ist die Offenheit, Digitalisierung sozusagen nicht nur zu predigen, sondern am Ende auch die Konsequenzen zu ziehen. Also das beginnt ja schon bei Banalitäten wie, was nützt mir eine elektronische Akte, wenn ich die Kultureinrichtungen nicht digitalisiere und in dem an der Schnittstelle zwischen den nachgeordneten oder von uns betreuten Einrichtungen zur Verwaltung fangen wir dann an, die Dinge auszudrucken und per Brief rüberzuschicken. So, also da geht es ja schon los. Also wir haben Baustellen ohne Ende an der Stelle und jetzt müssen wir auch mal gucken. Also ich würde schon ganz gerne noch diesen Prozess jetzt so weit fortsetzen, dass wir auch mal wissen, was sind jetzt eigentlich die unmittelbaren Bedarfe, mit denen wir einsteigen, und dann wird es ein Stück für Stück Entwicklungsprozess. Also wenn es gut funktioniert, sind die Chancen, dass man mehr Geld rausschlägt, besser. Wenn es schlecht funktioniert, muss man vielleicht nochmal einen Schritt zurücktreten und gucken, ob wir den richtigen Weg gegangen sind. Das heißt jetzt für das Projekt Kultur B digital, also sozusagen, was heißt das jetzt konkret? Ich habe im laufenden Haushaltsjahr 250.000, im nächsten Jahr 500.000 und wir haben im nächsten Jahr Haushaltsberatungen und da wird der Haushalt beschlossen für die Jahre 2021. Und ich gehe mal fest davon aus, dass die 500.000 jetzt erstmal als durchgeschrieben gilt, jedenfalls ist das so meine Haushältererfahrung. Ob wir es noch aufgestockt bekommen, das steht dann an. Und würde es an dieser Stelle auch mal mit einem US-Präsidenten halten, der gesagt hat, jetzt geht alle auf die Straßen und sorgt dafür, dass ich machen muss, was ich machen will. Also wenn wir da sozusagen das öffentliche Bewusstsein erhöhen für die Tatsache, dass in dem Bereich ein bisschen mehr passieren muss, dann hilft es mir, bei denen, von denen ich abhängig bin, um an die Kohle zu kommen, möglichst mehr Kohle rauszuholen. So banal ist das. Die Frage war gerade eigentlich anders gemeint, nämlich im Sinne von sozusagen, was gilt es denn jetzt sozusagen möglicherweise auch zurückzugeben sozusagen als Zwischenstand, als Projekt. Ich meine, ich habe gehört oder wir wissen sozusagen, es sollen Prototypen entwickelt werden, sozusagen, je mehr Fakten man schon geschaffen hat, mit denen irgendwie auch dann gearbeitet werden kann. Das wollte ich einfach nur sozusagen, ne? Wo ist denn der Stand jetzt? Ich weiß, es sollen Prototypen anfangen. Ist das der Punkt, mit dem man dann nochmal wuchern kann? Nö. Also der Punkt ist erstmal zu sagen, wenn die Haushaltsberatungen laufen, wenn die Chefgespräche stattfinden im nächsten Jahr, zu sagen, wir haben den Punkt, wir haben den Prozess gestartet, wir haben Partner gewonnen, wir sind in ersten Entwicklungsprozessen für Fördersäulen und Förderrichtlinien und wir haben ein riesengroßes Interesse im Kultursektor insgesamt und wir experimentieren jetzt los und wir unterstellen mal, dass wenn es mit der Digitalisierung ernst gemeint ist, wir auch eine entsprechende Ressourcenausstattung brauchen. Das ist jetzt der Sachstand. Okay. So. Und den finde ich eigentlich schon, muss ich sagen, ziemlich super. Weil wenn man bedenkt, dass dieser Haushalt jetzt eigentlich noch kein ganzes Jahr in Betrieb ist und wir eigentlich jetzt schon an dem Punkt sind, wo man sagen kann, hier haben ganz, ganz viele im Netzwerk fleißig gearbeitet und man kann als Zwischenstand vermelden, hier ist eine hoffnungsvolle Entwicklung im Gang, das ist schon mal, finde ich, ziemlich super. Sehen Sie das ähnlich? Was gibt es aus der Publikumsperspektive für Fragen, für Anmerkungen? Ich weiß, es gibt ja auch noch eine ganze Menge Dinge, die noch nicht angesprochen wurden. Ich reiche mal rein. Ja, Frau Glinka. Ja, nachdem ich jetzt schon mehrmals indirekt erwähnt wurde mit meinem Beitrag, möchte ich gerne nochmal darauf Bezug nehmen und auch ein, zwei Dinge korrigieren. Also die 15 Millionen sind natürlich nicht nur an die Stiftung Preußischer Kulturbesitz geflossen, sondern es ist ein bundesweites Verbundprojekt mit insgesamt 7 beteiligten Institutionen. Insgesamt haben wir dort natürlich dann eine andere Verteilung. Also beispielsweise sind die schwäbisch-alemannischen Fastnachtsmuseen Schloss Langenstein und Bad Dürrheim dabei, ihrerseits vereinsgetragene Vereine bzw. Museen, die sich der Vermittlung des immateriellen kulturellen Erbes der Fastnacht verschrieben haben. Da haben wir es natürlich mit ganz anderen Vorbedingungen, Voraussetzungen, Infrastrukturen zu tun als bei Partnern wie dem Deutschen Museum. Somit haben wir da eine sehr große Heterogenität, was die Voraussetzungen angeht.
das einmal als Klarstellung, dass das nicht so klingt. Und Herr Lederer, ich muss Ihnen in der Hinsicht widersprechen, beziehungsweise haben Sie sich gerade selber schon widersprochen, nämlich indem Sie sagen, wir brauchen erstmal Modellprojekte, um dann herausfinden zu können, was das in der langfristigen, im langfristigen Betrieb zum Beispiel kosten würde oder welche Folgen das nach sich trägt. Das Gleiche machen wir auch. Also wir sind gerade dabei, zum Beispiel eine Checkliste zu erarbeiten für Betriebskonzepte. Also wenn andere Institutionen sagen, wir wollen jetzt zum Beispiel die Roberta, hieß sie, glaube ich, ein charmanter Name, wir wollen die auch in unserer Bibliothek haben, dann geht es nicht nur darum, den Bausatz zu kennen oder den Code, wie man das Ganze macht, sondern auch ein Betriebskonzept. Woran muss ich eigentlich vorher denken? Was ist mit der Besucherbetreuung zum Beispiel? Also das Deutsche Museum hat das VR-Lab etabliert, wo es genau darum geht, zu beforschen und ganz klar zu dokumentieren, wie viele Betreuungspersonen brauche ich denn auf einer Fläche von so und so viel Quadratmetern mit entsprechenden 4, 5, 6 VR-Brillen. Wie lange halten die? Wie häufig muss ich ein Kabel austauschen? Was kostet dieses Kabel? Was ist mit Hygiene? Also das sind diese ganzen Fragen, die im Projekt behandelt werden und eben als Teil der Dokumentation als Ergebnis zur Verfügung gestellt werden. Und dadurch rechtfertigt sich in dem Sinne auch die Investition. Deswegen würde ich schon sagen, auch große Institutionen, die gut finanziell ausgestattet sind, haben bisher entsprechend nicht das Personal. Sie haben es gerade beschrieben, wie es in den Behörden und im öffentlichen Dienst aussieht. Da haben sie eben selten Menschen, die schon mal einen User-Centered-Design-Prozess durchlaufen haben, die wissen, wie man agil Projekte aufbaut und die auch vor allen Dingen wissen, wie man langfristig dieses Know-how auch in der eigenen Institution verortet. Das ist nicht das Ende vom Lied und ich glaube, alle wissen, dass wir in 1,5 Jahren, die wir bisher laufen, auch weder die Stiftung Preußischer Kulturbesitz von Grund auf revolutioniert haben können, noch jetzt die Fastnachtsmuseen auf die nächsten 20, 30 Jahren als Vorreiter der Innovation platziert haben. Aber wir teilen natürlich dieses Wissen mit allen und beispielsweise wird es dort auch durch diese Bandbreite für viele andere Institutionen einen Mehrwert geben. Das nur kurz so ein bisschen als Einordnung, weil mir das sehr wichtig ist, dass da nicht so ein Vermischen von Verwaltung und institutioneller Infrastruktur und Ausstattung passiert mit dem, was sozusagen der Mehrwert und die Erkenntnisse für andere auch sein sollten. Wollen Sie dann nur kurz draufschlagen, damit es eine Doppelantwort wird? Oder? Nee. Okay, gut, dann nee. Lassen wir es erstmal stehen und dann. Draufschlagen würde ich da nicht, sondern ich würde eher antworten. Nein, ich so war es nicht gemeint. Ich würde eher antworten. Weil ich ja gerade so einen Design Thinking Prozess gemacht habe mit Mitarbeiterinnen, die das nicht kennen und nicht agile Methoden kennen. Und ich finde auch, dass die Verwaltung agil feindlich ist. Das ist es einfach. Aber ich kann ja auch als Einrichtung und als Einrichtungsleitung Labore schaffen. Ich kann auch ganze Häuser zu Laboren erklären und sagen, ich scheiße auf die KLR, also auf die Kosten- und Leistungsrechnung und gucke jetzt nicht, ob das Budget bringt oder nicht, sondern ich möchte früh in den Spiegel gucken können und sagen können, ja, Danilo, du leitest eine Bibliothek, die was ausprobiert und da gehst du gerne hin, weil sie auch wirklich innovativ ist. Das hat halt wirklich die Folgen, dass ich dann auf bestimmte Sachen verzichte. Ich habe zum Beispiel auch alles, es gibt genug Geld gerade, das ist das Schöne. Wir leben in Berlin gerade, wir können in die Töpfe reinfassen und Geld rausholen. Ach so? Es ist tatsächlich so, man muss die Töpfe nur kennen. Und man muss auch wissen, welche Töpfe werden nicht abgerufen, sich das genau anlesen und dann versuchen, mit Querbegriffen an dieses Geld ranzukommen. Und das geht. Also ein Beispiel, ich habe meiner Bibliothek in diesem Jahr Aarhus besucht. Das ist die Vorzeigebibliothek, die jetzt gerade existiert. Es gibt jetzt bald Helsinki und da werden wir bestimmt auch hinfahren. Und das habe ich für 20 Mitarbeiterinnen ermöglicht, weil ich nämlich genau weiß, wenn die das gesehen haben, und da geht es nicht nur darum zu sehen, dass die viel mehr Raum haben, dass die Bücher da eine andere Rolle spielen, dass die Gaming machen, sondern es geht um Erfahrung von neuen Angeboten. Das ist mir wichtig. Zum Beispiel in dieser Bibliothek steht eine Glocke, die wird geläutet, wenn ein Kind in dieser Stadt geboren wird, in einer Bibliothek. Und dann zu überlegen, was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet es als Kultureinrichtung, so stark verzahnt zu sein mit der Community, dass ich in einem ursprünglich ruhigen Raum einen Gong schlage? Und das sollen die Mitarbeiterinnen mitbringen. Und wenn von den 20, 5, ich sag mal, die Herzwärme und die Idee dahinter mitbringen, habe ich 5 Mitarbeiterinnen, die dann langsam diese Prozesse steuern. So läuft es gerade bei mir, ne? Und ich finde, wir haben gerade diese kleine finanzielle Lücke, wo wir zugreifen können. Wir haben viele Rückschläge, immer wieder. Also mein Lieblingsbeispiel, das muss ich unbedingt sagen, wurde mir voll aufgetragen, ist, wir haben die Onleihe eingeführt. Das heißt, ich kann, du hast ja schon davon berichtet, welche Schwierigkeiten mit Datenschutz wir da haben, aber wir haben noch ganz andere Probleme, weil die Verlage sagen,
ihr dürft bestimmte Bücher für einen Zeitraum gar nicht anbieten. Das gab es noch nie. Wir haben als öffentliche Bibliotheken immer den freien Zugang zu Informationen gesichert. Immer. Das war unser Auftrag. Jetzt gehen wir in die digitale Welt. Die Verlage werden nervös, weil ihre Absatzkanäle nicht mehr funktionieren und sagen, schuld sind eigentlich die Bibliotheken, weil ihr macht eine Onleihe. Da kann sich nämlich jeder ein Buch runterleihen, das übrigens genauso gehandhabt wird wie das Analoge. Das heißt, ich kann es nur einmal leihen, wenn die Bibliothek es nur einmal gekauft hat. Ich muss Lizenzen bezahlen. Also es ist eh schon total komisch. Aber dazu kommt jetzt noch, dass ich Bestseller zum Beispiel einfach gar nicht mehr anbieten darf. Die sind zwar bei Amazon erhältlich, ich kann die da kaufen, aber ich darf sie als Bibliothek nicht verleihen. Also wir haben immer wieder Rückschläge, wo wir drum kämpfen müssen, wo wir auch im Schulterschluss mit der Politik, ne, das ist so immer so ein Auftrag für mich dann auch, wenn ich mit Politikerinnen sitze, auch zu sagen, kümmere dich mal drum, weil da auch meine Macht endet an der Stelle. Aber wir sind auf alle Fälle trotzdem in der Lage, gerade aktuell genug Geld zu bekommen, auch mit dem Innovationsfonds. Wir haben da wieder eine Chance, 20.000 40.000 rauszuholen und zu experimentieren und unsere Räume zu verändern. Und dieser Prozess wird dauern. Ich richte mich jetzt ein, dass ich bis zur Rente brauche, um das dazu hinzubekommen, was ich mir fantasiere, ne? Mein Holodeck. Weil du hast gefragt, welchen Raum ich brauche. Ich brauche natürlich ein Holodeck, wo ich mit den Nutzerinnen Dinge erfahrbar mache, unabhängig von einer Brille. Mit denen arbeiten wir schon, aber ich brauche ein Holodeck. Das brauche ich auf jeden Fall. Und das, denke ich, werde ich bekommen. Ich sehe da eine Frage, es sei denn, Sie wollen was... Nur das Missverständnis aufklären. Also mir ging es jetzt nur... Also wir machen ganz viel oder versuchen ganz viel im Kulturbereich parallel anzustoßen, was mit dem Themenkomplex Digitalisierung zu tun hat. Das habe ich vorhin versucht, in der Breite mal aufzumachen. Was ich meinte, ist lediglich, ich glaube, dass wenn man experimentiert und Dinge neu ausprobiert, in dem Sinne genau, wie Sie es gesagt haben, dann sammelt man Erfahrungen und die müssen später auch Berücksichtigung finden, aber nicht... Also das ist jetzt nicht der Topf, mit dem wir die digitalen Probleme des Kultursektors lösen, sondern da müssen Einrichtungen, Museen, größere, kleinere, immaterielles Kulturerbe klöppeln oder eben auch die großen alten Bronzestatuen. Die müssen den Change-Management-Prozess in ihren eigenen Einrichtungen vollziehen und sie vollziehen ihn übrigens. Also es hat übrigens nicht nur ausschließlich mit Digitalisierung zu tun, aber es ist Bestandteil dessen. Sie vollziehen ihn, wenn die klassischen Aufsichten, die früher in den Museen saßen und einen grimmig angeguckt haben, wenn man zu nahe an die Exponate rangegangen ist, sind zunehmend keine Aufsichten mehr, sondern sind sozusagen Begleitpersonal beim Erleben der Ausstellung. So. Digitale Medien, digitale Mittel sind heute Bestandteil des Ausstellungsdesigns. Und genauso sind dann eben Roberta oder andere Geräte oder Technologien Hilfsmittel beim Zugänglichmachen von kulturellen Gütern, kulturellen Werten. So. Aber der Fonds hier selbst, der soll nicht dazu dienen, sozusagen Deckungslücken in diesem Change-Management-Prozess in den Kultureinrichtungen zu decken. Das war, was ich meinte. Sondern da wird dann gegebenenfalls zukünftig zu planen sein, was bedeutet es, wenn ich eben eine Ausstellung, wenn jeder, der in die Ausstellung reingeht, einen Token bekommt, um dann auch sozusagen, weiß der Geier, also der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Aber das müssen dann natürlich die Einrichtungen selber in ihrem Prozess Stück für Stück auch hinbringen, leisten und in ihren Haushalten auch abbilden. Also Digitalisierung ist nicht das Plus, was man mal abruft, sondern es muss Teil der DNA der Einrichtung werden und demzufolge auch Teil der Haushalte der Einrichtung werden. Und das, was wir hier machen, kann sozusagen so ein Appetizer sein, kann ein Erfahrungsnetzwerkbildner sein und was auch immer. Und das wäre jetzt eigentlich sozusagen in den nächsten Jahren voranzubringen und dann profitieren alle Beteiligten davon, egal ob freie Szene oder Kulturinstitution, am besten im Miteinander und dann entstehen vielleicht auch diese Räume oder diese Orte oder diese virtuellen Begegnungspunkte, an denen die Leute aufeinandertreffen und Erfahrungen austauschen. Und letzter Satz, ja, oder die Räume gibt es als erstes, aber ich sage ja nochmal vorhin, das muss in so einem Prozess auch entwickelt werden. Es gibt diese Räume. Also das will ich jetzt auch nochmal sagen. Sie müssen erschlossen werden. Also ist jetzt mehrfach betont worden, dass wir ganz viele öffentliche Räume haben, die als solche zu solchen Zwecken genutzt werden könnten, wenn Einrichtungen selber dieses Potenzial erkennen und diese Räume zu solchen Orten machen. Selbst zwischen Bücherregalen, wie Danilo erzählt hat. Ja, warum machen wir es nicht viel stärker? So. Aber der letzte Satz, der mir eigentlich nochmal wichtig ist, es geht auch nicht einfach nur darum, irgendwie eine Mainstream-Technologie, die irgendwie über den Dingen schon schwebt, jetzt in den Alltag zu implementieren. Mir geht es darüber hinaus auch um die Frage, in welcher Welt wollen wir eigentlich zukünftig leben?
Welche, also Technologie ist nie irgendwie unabhängig von gesellschaftlichen Machtverhältnissen und Zuständen. Und Danilo könnte jetzt zu mir kommen und sagen, mit der Online, die Probleme löst sie mal, dann müsste ich sagen, okay, ich klingel mal bei der Bundesregierung an und relativ schnell finden wir uns im Europaparlament und im Europäischen Rat wieder, wo derzeit die Urheberrechtslinien diskutiert und verhandelt werden und wo wir gerade einen schweren Rückschlag zumindest in einer Hinsicht erlitten haben, nämlich was die Frage der Zugänglichkeit von Wissen angeht. Uns wurde es verkauft als Künstler müssen von ihren Kunstwerken auch leben können, das stimmt. Und dennoch glaube ich, dass hier sehr, sehr viele Instanzen, sehr machtvolle Instanzen zwischengeschaltet sind, deren Interesse nicht so sehr darin besteht, dass Künstlerinnen und Künstler von ihren Werken leben können, sondern denen vor allem darin besteht, im Distributionsprozess möglichst viel Kohle abzuziehen. Und da ist mit allgemeiner Zugänglichkeit und Open Knowledge überhaupt nichts mehr. Das heißt, wir brauchen auch einen kritischen gesellschaftlichen Diskurs. Und da kann so ein Innovationsfonds meinethalben auch ein bisschen was mit zu beitragen, der uns ermöglicht, dass wir diese digitalen Möglichkeiten zukünftig auch nutzen können, zur, wenn man so will, Verbesserung des Allgemeinwohls und nicht nur zur Füllung der Kassen oder der Renditeerwartungen großer Internetkonzerne und Serienserver. Das würde ich gerne. Ich merke es mir und Sie sagen es, Ihre Frage. Also, ich habe den Eindruck, dass jetzt sehr viel darüber gesprochen wurde, über digitale Innovationen, die für einen physischen institutionellen Raum zu generieren wären. Und ich vermisse etwas die Überlegung, dass man digitale Innovationen für den Kulturbereich auch oder gerade im digitalen Raum entwickeln könnte. Und ich stelle mir da gewisse Plattformen vor, die zu entwickeln wären, die dann in der breiten kulturellen Ebene relevant wären, also nicht nur in dem überwiegend, wie jetzt meistens inhaltlich gemeinten Theater- oder performativen Bereich, also bildende Kunst zum Beispiel. Ist es verständlich, ja, welchen Ansatz ich da denke? Also Plattformen, wie wir sie etwas populär von Facebook kennen, etwas zu entwickeln, was dem Kulturbereich oder manchen Teilbereichen explizit dient, mehr Publikum zuzuführen, die bisher nicht kulturnah waren oder kulturnah waren, aber nicht so in die Tiefe eingedrungen sind, weil das digitale Informationsangebot zu gering oder zu zerstreut und nicht systematisiert wurde. Genau, da kann man, ich finde das einen wahnsinnig guten Einwurf. Die Frage ist immer, baue ich jetzt mal nochmal einen neuen Standard und eine neue Infrastruktur auf oder nutze ich die Sachen, die es schon gibt? Die Library of Congress, glaube ich, nutzt Flickr und stellt dort alle ihre Sachen zur Verfügung. Und die Frage, die damit einhergeht, und das ist, glaube ich, der Kern dieses, oder für mich der Kern dieses Innovationsfonds, wäre es denn in Ordnung, wenn jemand, der ein Videospiel macht, jetzt plötzlich Voice-Skulpturen und Fotos von Kippenberger benutzt, um sein Videospiel zu machen? Könnte man das machen? Wäre man als Museum oder wäre man als Kulturinstitution bereit zu sagen, schaut mal, wir haben hier unendlich viele Jahre von Kultur und lasst doch andere Kulturprodukte daran teilhaben und ich würde wahnsinnig gerne ein Kippenberger Videospiel spielen. Und die Frage ist aber, wieso passiert das eigentlich nicht? Das ist für mich unglaublich wahnsinnig. Ich kenne Faust, gibt es nicht als Videospiel. Das ist unglaublich in Deutschland. Und wir haben jetzt 50 Millionen Euro neue Zusage von Förderung. Da läuft doch irgendwas elementar grundlegend falsch. Da wird doch Kultur in unterschiedlichsten Bereichen unterschiedlich bewertet. Und immer wenn wir über Plattformen reden, stellt sich die Frage, wie wird denn von diesen Plattformen Kultur generiert? Und die beste Art, eine Sache in Umlauf zu bringen, ist nicht, sie irgendwo abzulegen, sondern sie dauernd immer wieder gelebt zu haben. Und das ist dann die Art und Weise, die dann auch dazu führt, dass Leute, weil sie mit dieser Sache umgehen, weil sie eben in der Bibliothek nicht nur hingehen, um ein Buch auszuleihen, sondern auch dort sind und dort Leben verbringen, in dem Moment fange ich an, mich um die Sache wirklich kümmern zu wollen. Und deswegen haben wir bei der
Archivierung von Daten im Videospielbereich so viel weniger Probleme, weil Leute Videospiele so toll finden, dass sie zu Hause Emulatoren schreiben, sodass die alten Videospiele immer noch laufen. Das hätte man unglaublich gerne in ungefähr allen anderen Bereichen auch. Da muss man Geld dafür zahlen. Ne? Bei Videospielen machen das die Leute so zum Spaß, als Hobby, weil es Kultur ist. Und die Frage ist, wie viele Videospiele haben Sie diese Woche gespielt im Publikum? Und wir reden über so viele Bereiche, in denen Videospiele sind das virtuelle neue Kulturgut, der virtuelle neue Kulturbereich. Und das Theater weiß immer noch nicht, was es mit Videospielen anfangen soll. Außer, Sie laden Machina X ein. Dann können Sie ein Häkchen machen und sagen, haben wir gemacht. Videospiele ist durch. Wir haben so unglaublich viel aufzuholen, und dass wir jetzt über einen physischen Ort reden, hat damit zu tun, wo Wissen hängen bleibt. Und Wissen bleibt nicht hängen bei Flickr. Flickr wäre fast eingegangen, die kompletten Bilder, die dort waren, sind eingegangen. Es gibt unendlich viele EU-Projekte, die versucht haben, irgendwelche standardisierten Datenbanken zu machen, die so lange funktionieren, wie die Förderung funktioniert. Das kann es nicht sein. Der Weg ist, es ins Leben zu bringen, es gelebt zu haben, so dass diese Dinge tatsächlich wiederverwendet werden können, in anderen Dingen wieder auftauchen und dadurch eben genau diese Vernetzung da ist. Weil klar, ich würde total gerne ein Shoot'em Up mit Kippenberger spielen, das wäre super. Und alle Leute würden, also das würde Leute dazu bringen, sich mit Kippenberger auseinanderzusetzen, die das davor nicht getan haben, auf ihre Art und Weise. Wieso machen wir das nicht? Verstehe ich nicht. Das war jetzt eigentlich schon das Schlusswort, aber ich überlasse es Herrn Lederer. Genau, wir haben beide gerade auf die Uhr geguckt. Ich weiß, Sie haben noch ein Interview gleich draußen. Wir müssen, es hieß immer wieder, es gibt so viel zu tun. Es ist hier, auf die 3 Minuten kommt es jetzt, glaube ich, nicht an. Herr Vogel vom Naturkundemuseum kann immerhin schon in Herrn Vogels Dinosaurierköpfen virtuell rumgreifen und die sich von innen angucken. Also es passiert schon ganz spannende Sachen. Das gehört genau zu den Fragen, kriegt man jetzt nicht nur irgendwie so ein Business as usual hin, sondern kriegt man vielleicht auch wirklich völlig neue Ideen. Also bevor das, was wir jetzt an beherrschenden Plattformen kennen, gab es irgendwo mal die berühmten Leute in der Garage, die auf eine Schnapsidee gekommen sind und die erwies sich plötzlich als eins von tausend, als die durchschlagende, generöse Idee. Ich habe keine Ahnung, ob wir in Berlin so ein Labor sein können, um so eine Sachen zu schaffen. Aber ich versuche es immer auch von der Rückseite her zu denken. Wenn ich mir für eine Konzertkarte kaufe, dann bezahle ich noch zusätzlich Geld dafür, dass ich sie mir zu Hause ausdrucke inzwischen. Also wenn ich sie nicht sozusagen in Papierform bekomme, sondern mit mir ausdrucke, dann wird sie teurer. Sie wird ohnehin schon dadurch teurer, dass ich einfach nur den Ticketanbieter in Anspruch nehme. Weil der Ticketanbieter allein für die Tatsache, dass er die Infrastruktur bereitstellt, eine Unmenge Kohle abzieht. Das ist so der klassische Fall des Sirenenservers. Das haben wir in ganz vielen anderen Bereichen auch, dass Leute eigentlich nur noch mit einer Infrastruktur Geld verdienen, über die sie Daten umschlagen. Und die sie dann im Übrigen auch sammeln und dann weiterhin sozusagen versuchen, am Markt monopolistisch zu nutzen, um sich eine Vorrangstellung zu halten. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum, und wir hoffentlich beantworten wir die irgendwann in Berlin auch noch. Wir Millionen in Kultureinrichtungen stecken, wo mit öffentlichen Mitteln öffentlich Kunst produziert wird, die eigentlich auch allen zur Verfügung stehen sollte, wo wir aber bisher, und das stellen wir in Frage, aber so schnell ist so eine Lösung gar nicht gefunden, den Vertrieb der Karten dafür und das damit verbundene Wissen im Übrigen natürlich auch, weil die kriegen natürlich die Informationen von den Kartenkäuferinnen und Käufern mit, und zahlen dann sozusagen, den Content zahlen wir mit öffentlichen Mitteln und die Nutzerinnen und Nutzer zahlen ihn mit ihren Karten. Und die einzige Tatsache, die sozusagen, dass die diese Plattformen anbieten, bedeutet, dass sie damit Geld verdienen, dass wir und die Nutzerinnen und Nutzer dieses Kulturangebot zahlen, die Künstlerinnen und Künstler dieses Kulturangebot erzeugen. Ich finde das eine völlig abenteuerliche Nummer, um das mal ganz klar zu sagen. Aber wir haben bisher noch nicht den Weg gefunden, da rauszukommen. Und eigentlich finde ich, dass eine Stadt wie Berlin genügend Kulturinstitutionen, Kultureinrichtungen, freie Seeeinrichtungen hätte, dass es sich lohnen würde, sowas selbst aufzusetzen und die rauszusetzen. Was machen die nämlich mit dem Geld? Die kaufen mit dem Geld dann wiederum keine virtuellen, sondern ganz reale Konzertveranstaltungsstätten. Sie kaufen Konzertagenturen auf und so weiter und fangen dann an, eine Machtstruktur zurückzubauen, in der sie am Ende noch definieren, was die Künstlerinnen und Künstler dafür bekommen, dass sie dort auftreten dürfen. Also um mal deutlich zu machen, wie sozusagen digitale Welt Machtstrukturen verändert, die auch ganz undigital sind, sondern ganz irdisch und ganz lebensweltlich. Da sage ich mir, auch da hat sich der öffentliche, der demokratisch verfasste Raum bisher nicht in der Lage erwiesen, so schnell mitzuhalten mit solcher Innovationskraft von renditegetriebenen Akteuren. Und irgendwie glaube ich, dass wenn man mal eine andere Welt will als die, und das, als Linker muss ich das wollen, sonst wäre ich keiner,
dass wir irgendwann mal schaffen, diese Innovationskraft in einem sozial besseren Sinne, in einem weniger dem individuellen Renditeinteresse verpflichteten Sinne, müssen wir schneller werden mit dieser Innovationskraft und eine Gesellschaft dahin zu bringen, dass sie in der Lage ist, jenseits dieses Motivs des Geldverdienst diese Innovationskraft aufzubringen. Da finde ich es für mich der Kultursektor ein Schlüsselsektor, damit das gelingen kann. Und deswegen sage ich, Plattformen haben wir jetzt wenig drüber diskutiert, stimmt, gehört aber natürlich mit rein in den Topf, aber wir haben sowieso in der Stunde jetzt einen vielleicht so großen Ausschnitt der ganzen breiten Palette und ich behaupte auch mal, auch wenn hier drei Menschen sitzen, die sich dafür ein bisschen interessieren, wahrscheinlich überblicken wir einen Bruchteil dessen, was in dieser Branche, in diesem Sektor im Augenblick gerade an Ideen und an Innovationen und tollen Sachen stattfindet. Insofern deswegen sage ich auch nochmal, der Ruf an alle, an die Schwarmintelligenz, ist inzwischen, klingt es ein bisschen abgelatscht, aber sich an diesem Kooperationsprozess zu beteiligen, das voranzubringen, das ist jetzt für mich wirklich das Schlusswort. Diese Bitte, dieser Ruf geht nochmal raus. Okay, ich glaube, es...